wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem nächsten Vlog. Vlog Nummer 4 ist jetzt an der Reihe. Es ist Sonntag, es ist 9 Uhr, oh, echt? Es ist schon 9 Uhr 47. Es ist 9 Uhr und ich fühle mich gerädert. Das ist die milde Formulierung für das, was im Moment Sache ist. Was steht am Programm? Wieso fange ich an zum Aufzeichnen? Erstens einmal Wahlen. Ich habe wählen gehen müssen. Das ist an mangels an sinnvollen Politikern zwar relativ schwierig, aber ich habe mir unter den Blinden ist der Einäugige bekanntlich König und dementsprechend habe ich meine Stimme auch abgegeben. Sandra darf ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht filmen, weil sie sich gerade schminkt. Sag einmal, sag guten Morgen. Ich hasse dich. Ja, typischer Sonntagmorgen für uns beiden, ja. Aber jetzt, nachdem wir unsere Wahlstimme und Vorzugsstimme und so weiter vergeben haben, geht's auf Richtung Game City in Wien. Ja, riesengroße Spielemesse. Ja, die Game City ist ungefähr so groß wie eine halbe Halle der Gamescom. Und dementsprechend werden wir heute von der Game City berichten. Und davor geht's zum Mäcki. Kannst du jetzt aufhören? Ich habe mir gedacht, du freust dich auf den Mäcki. Nicht Mäcki? Okay, Sandra will doch nicht zum Mäcki, glaube ich. Ja? Dementsprechend gibt es halt keine McDonalds. Wenn Blicke töten könnten. Es ist unglaublich mit dir. Ja? Also wir fahren jetzt gleich zum Mäcki. Und dort werden wir gut speisen. Das heißt, technisch gesehen wird es anders speisen, weil ich glaube, ich werde mir gar nichts kaufen. Ich gehe so selten zum Mäcki frühstücken, aber just am Ende, das eine Mal, ja, stehen 5 Autos da und essen irgendwas, ja. Wieso ist das notwendig? Ich finde das unfassbar. Aber gute Nachricht, ja, McDonald's testet bei uns einen Lieferservice, ja, im 13. Bezirk, wo ich arbeite. Ich werde das jetzt mal prüfen, ob dieser Lieferservice Sinn macht, weil das ist furchtbar. Ich will nicht warten. Das ist übrigens der Hauptgrund, wieso ich meine Krankenversicherung, meine private habe, weil ich es einfach auf den Tod hasse zu warten. Ja? Das Schlimmste bei mir ist nicht der Arzt selber, sondern eigentlich das Warten. Ja, wenn das nicht wäre, wäre alles in Ordnung. Ja, jetzt kann ich beim Mäcki, natürlich, ich esse nichts. Ja? Ich, wegen meiner schlanken, gazellenartigen Figur, werde natürlich nichts essen, aber Sandra, der Mampftiger, kriegt 2 McMuffin Bacon and Egg mit Orangensaft und einem Schinken-Käse-Toast. Ja? Ich habe gestern nichts gegessen. Was hast du gestern nicht? Nein, Entschuldigung, ich habe gestern für dich gekocht. Dass du dich nicht genierst. Das bisschen Reis, was ich gegessen habe. Das bisschen Reis, das ich gegessen habe. Ja, und was hast du gegessen? Reis, war nur Kleinigkeiten. Psst! Das wollen wir alles so nicht hören, ja? Das wollen wir alles so nicht hören. Wir haben jetzt unser McDonald's Essen. Und Sandra hat gesagt, ich darf sie unter keinen Umständen beim Essen filmen. Ja? Das wird unmöglich. Das heißt, was ich jetzt machen werde, ist, ich werde so lange die Kamera in der Hand. Lass mich raussteigen. In der Hand halten, bis ich den Moment erwische, wo sie in ihren McMuffin hineinbeißt. Und ganz genüsslich mampfen tut, ja. Maus, bitte. Lass du mich da aussteigen? Wir sind auf der Autobahn. Nein, Schatzi. Da lass da mich aussteigen. Nein, da kann man dich nicht aussteigen lassen, ja. Der Moment naht, ja. Das, was so ausschaut wie ein Rathaus, ist auch ein Rathaus und dort findet auch die Game City statt. Das ist in Wien. Ja, etwas anders anscheinend. Wir haben zwar ein relativ großes und schönes Messegelände, aber man hat sich bei der Game City dazu entschlossen, das am Rathausplatz zu machen, was an und für sich eine coole Location ist, allerdings natürlich ein bisschen limitiert in den Räumlichkeiten. Ihr werdet es dann eh sehen. Eine Kleinigkeit noch zu dem Thema, wieso ich auch auf Facebook geschrieben habe, dass ich so müde bin. Royal Club vs. Fnatic. Ich weiß nicht, wer das gestern gesehen hat. Es war gestern das Matchup zwischen den zwei League of Legends Teams um die World Series. Das war schon unfassbar, was diese zwei Teams aufgehört haben, vor allem im letzten Match. Puh, echt nicht schlecht. Gell, Schatzi? Mhm. Da kann man gut essen. Wo? Da? Da. Einstein. Da.
Sie hat recht, da kann man wirklich gut essen. Sandra ist jetzt auch wieder etwas umgänglicher, weil sie ist vollgestopft mit McMuffins und mit, was hast du noch gegessen? Einen McToast. Einen McToast hat sie noch gegessen, also mit McMuffin und McToast. Ja, wir gehen jetzt Richtung Game City. Ich schau mal, wo kaputt ist. Ich habe mir schon so super Sätze überlegt, wie Gott, hoffentlich geht heute nichts kaputt. Oder meine Güte, sind wir kaputt heute. Wir werden mal schauen, wir werden ihn jetzt sicher gleich finden. Und dann mal einen kleinen Rundgang in die Game City machen. Jetzt sieht man eigentlich das Transparent. Ich bin schon fast außer Atem. Diese 3 Meter sind wirklich viel zu viel. Frei nach der Devise. Alles, was länger ist als die Wagenlänge, wird gefahren. Ja, ist das ja gar nichts für mich. Sollen wir dummstapfen. Wir müssen uns jetzt ein Bändchen abholen, weil es gibt hier nämlich Altersbändchen. Ja, für die bis 16, für die bis 18. Und ich habe schon die ersten Blicke, die sich denken, what the fuck macht der? Ja, aber das macht nichts, ja. Bin cool. Was? Ein Luftballon! Also erstens mal, das ist kaputt. Servus. Zweitens, das würde ich nie machen. Ja, in 100 Jahren nicht. Hallo? Just Dance Stand, ich zeige das nochmal, die riesen Videowand hier. Schaut ziemlich cool aus. So wie das gerade ausschaut, sind circa 10 Leute von diesen Animation Girls and Boys da, die das vortanzen, weil die können das richtig gut. Und ich glaube original 2 aus dem Publikum. Ja, das schaut super genial aus. Die Begeisterung ist riesengroß. Virtual Reality Stand und ist ziemlich geil anscheinend, aber ich stelle mich natürlich nicht an, weil ich viel zu faul bin. Aber da kann man rumrennen mit der Virtual Reality Brille. Jeder, der nur einmal auf der Gamescom war, ja, nur einmal, oder RPC ist vollkommen wurscht, ja, weiß, wie angenehm das in Wien ist, wo sich niemand ertritt, das ist komplett relaxed. Ja. Super gemütlich, nette Atmosphäre, nichts los. Ja. Einzig, manche Leute sind halt kaputt. Fucking really? Ich bin jetzt 2 Stockwerke raufgegangen für eine Kinderzone. Ich möchte diese Schuld eindeutig abwälzen. Ja, ich habe gefragt, was da hinten ist. Kaputt. Und irgendwer hat es kaputt gemacht. Ja. Und er hat gesagt, da ist sicher auch noch was. Ja. Super, Kinderzone, danke. Die Kinderzone gekämpft, haben uns an den Recycling Heroes gerade, wie ihr eben sehen konntet, vorbeigekämpft. Ich wollte nur nichts sagen, weil das war uns so schon genug peinlich. Ja. Aber wir sind jetzt endlich da. Dass die Leute von der Mighty Quest of Epic Loot auch da nach Wien kommen. Finde ich aber gut, muss ich sagen. Ich werde mal schauen, ob ich ein paar Wetterkies abgreifen kann. So, weiter. Ja, das schaut jetzt nach meiner Szene aus. Los geht's.
Und wir müssen Mario Kart spielen, was sagst du? Ja, ja, ja. Mario Kart, eindeutig. Eindeutig. Oh, Zelda. Wir müssen Mario Kart und Zelda spielen. Ja. Spielst du Mario Kart mit? Das kenne ich, ja. Das ist dann. Nein, sie nimmt wir, das. Ihr zwei spielst und ich halte die Kamera. Ja, ja, klar. Oh, ich habe da, glaube ich, daneben gezielt bei dir. Ja, macht nichts. Oh. Wiederhole, was du gerade gesagt hast. Wir brauchen unbedingt Super Mario. Warum? Weil man da Prinzessin spielen kann. Man kann die Prinzessin spielen. Also einen Effekt hat die Game City auf jeden Fall. Ich brauche eine Wii U. Ja. Schatzi, brauchen wir eine Wii U? Warum? Sonst kannst du nicht Super Mario spielen. Nein, das gibt es sicher auch für die normale. Nein. Na, dann musst du dir eine zulegen. Ich mir? Ja. Ich mir, das ist immer so, wenn wir was brauchen, dass ich es mir kaufen muss. Ja. Wenn wir das richtig spielen, brauchen wir so eine geile Brille, die ich gerade auf habe. 3D-Brille, das ist 3D, was ist das, 3D-Gran Turismo oder? Ich glaube eben sowas, ja. Aber ziemlich cool aus in 3D. Ist die Wild Wild West Musik zu einem Rancor in Star Wars. Wild Wild West zu einem Rancor? Das erinnert mich an unseren gestrigen League of Legends Cast mit Xio, ja? Der wüsste nicht einmal, was das für ein Spiel ist. Wir sind jetzt urböse und gehen in die 18-Plus-Zone. Keinem anderen Zombie-Game. Zum Spiel kurz. Wir sehen unseren neuen Hauptcharakter Nick Ramos. Wir sehen das total badass, ja. Und filmen im plus 18 Bereich und stellen es ohne plus 18 auf YouTube. Killer Instinct ist schon ziemlich plus 18. Ja. Hat ja noch kein 12-jähriger Mortal Kombat gespielt bis jetzt, ja. Habe ich gehört. Ja, ist super. Ich bleib beim PC. Geh. Geh? Nein. Geh? Ich schreib an Anna. Schreib aus die Nie. Banana. Wer hat das vielleicht jetzt gehört? Sie hat gesagt, ich mach's nie. Und das ist ähnlich wie bei Zurück in die Zukunft, ja. McFly, du feige Sau. Sagen möchte. Da habe ich es breit drüber gehabt und sie funktioniert noch. Sehr gut. Sie ist breit sicher. Ja? Logitech-Tastaturen sind breit sicher. Schaut ihr das ja für dich? Warum? Ich habe eine SteelSeries. Du kannst das nicht. Die macht Fremdwerbung. Ja? Fremdwerbung am Logitech-Stand. City in Wien 2013. Wir präsentieren uns an dieser Stelle live FIFA 12. Ja. FIFA 12 von eSports. Ja, live zum Probespiel hier auf der Game City. Oh, wir sind wieder ins Freie herausgetreten. Ja, es ist fast wie letztes Jahr. Nicht übertrieben viel los. Und die Bühnenshows sind katastrophal schlecht. Der Typ hat es gerade tatsächlich geschafft, mit einem T-Shirt auf diese Scheinwerfer drauf zu schießen. Zum Glück werden die Dinger überhaupt nicht heiß, also das ist kein Problem. Und
Das ist das Problem der Missinterpretation. Die glauben wirklich, dass sich Gamer für Sport interessieren. Also nur urviele Sport, Football, Basketball und alles mögliche. Was ist da? Baseball Federation ist sogar da. Also das ist sehr Game City, so wie die Gamescom kann man sich das gar nicht vorstellen. Das ist wirklich für jedermann gedacht, von Kinder bis über 18. Das Coolste, was ich jetzt aber erlebt habe, war so ein, ich würde mal schätzen, über 40-Jähriger, ja, der in den 18er Bereich gehen wollte, aber ich zeige das mal. Er hatte sein Bändchen nicht dabei. Darfst halt nicht rein, ja? Kann ja sein, dass er unter 18 ist. So, wir sind da jetzt im PlayStation-Bereich, da haben wir PlayStation über 18. Und hier im Gran Turismo, der Real Driving Simulator, also Gran Turismo ist ja wirklich bekannt, ziemlich sensationelles Rennspiel. Und passend zu Gran Turismo und Rennspielen haben wir hier auch etwas, was mir persönlich sehr gut gefällt, Nismo. Ich habe keine Ahnung, was Nismo ist, aber ich gehe davon aus, dass es mit Nissan zu tun hat, aber das Ding ist halt richtig geil. Ich hoffe, du weißt, wie das aussieht. Ja, Sandra hat Hunger, hat dann beschlossen, sie kauft sich zwei brustgroße. Ja, wir spielen, das eine ist für dich. Brustgroße Langos, ja? Kaputt findet das genauso. Ich finde es auch amüsant. Und ich finde es auch gut. Mahlzeit. So, wir sind jetzt gerade auf der Rückfahrt von der Game City in Wien. Wird es dir gefallen? Nicht so wie die Gamescom. Du musst dich ins Bild drehen, wenn du das sagst. Nein. Wie hat es dir gefallen? Gar nicht gut. Ach, so schlimm war es jetzt auch wieder nicht. Ja? Fakt ist, das habt ihr gesehen, die Game City ist natürlich nicht im Ansatz vergleichbar mit irgendeiner deutschen Messe oder gar Spielemesse. Schätzchen, du sollst mich hinten rausfilmen, du sollst mir ins Gesicht, ja, damit mein schöner Teint auch sichtbar ist. Eine gazellenartige Figur. Ja? In jedem Fall. Und zur Game City, wie gesagt, nicht vergleichbar mit irgendeiner deutschen Spielemesse, aber grundsätzlich mal gute Ansätze. Schätzchen, du gehst schon wieder da? Ja, das ist unangenehm. Oh, wirklich. Diese Frau, ja? Ich bin viel zu klein dafür. Oh, sie ist ja, oh, du bist zu klein. Ja, kleiner Roro. Was hast du gerade gesagt? Nix. Klein, aber oho, ja. Ja. Es ist halt nicht wirklich so groß, es ist nicht wirklich so extrem, wie man es aus Deutschland kennt. Was ich sehr, sehr schade finde, ist allerdings, dass durchaus auch ordentliche Hersteller und Publisher da sind. Und immerhin wird die Xbox One vorgestellt, das ist was von der PS4, also es ist durchaus jetzt interessante Konsolen und interessante Spiele, aber sie haben einfach keine Bühnenshow. Ja, das ist halt unglaublich. Sie präsentieren das alles so furchtbar lahm, dass da viel verloren geht auf diesem Weg. Man könnte das Publikum viel mehr anheizen, würden wahrscheinlich auch mehr Leute kommen. Was ich positiv finde, ist, dass sehr, sehr viele Familien auch da sind. Das heißt, auch Eltern, auch durchaus ältere Eltern, werden ein bisschen diese neue Welt entführt in die Richtung Spiele, Games, PC, Konsolen. Was ich grundsätzlich gut finde, ja, weil es da immer so eine generelle Ablehnungshaltung gibt und man immer glaubt, das ist was Böses, ja, was ja gar nicht so stimmt. Das Schlimmste allerdings, ja, an der Game City ist die Tatsache, dass ich mir jetzt wahrscheinlich eine Wii U kaufen muss. Weil wir haben ein paar Dinge gesehen, und zwar Mario Kart und vor allem, gell, was haben wir gesehen? Eine Prinzessin zum Spielen! Ich habe auch eine Prinzessin zum Spielen. Ups. Banana! Banana!